Die Schülerinnen und Schüler haben sich bei diesem vierten Baustein schon mit zwei Experimenten zum Thema Tinte beschäftigt. Zum einen haben sie beim Impulsexperiment die Farbveränderung von Königsblauer Tinte untersucht und im Ergänzungsexperiment nach Anleitung eine Eisengallustinte hergestellt. Und in dem nun folgenden Forscherauftrag nutzen Sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus diesen beiden Experimenten, um eine eigene Geheimtinte herzustellen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nun für den Forscherauftrag ein Arbeitsblatt mit drei unabhängig voneinander aufgebauten Forscheraufträgen und mit Hilfe des, der Kopiervorlage des allgemeinen Protokolls sollten die Schülerinnen und Schüler nun ihre Forscherfrage formulieren, eine Materialliste erstellen, ihr Experiment selber planen und dann auch durchführen. Der erste Forscherauftrag lautet, entwickelt eine Geheimtinte aus Küchenchemikalien. Das ist ein eher bekanntes Experiment, was die Schülerinnen und Schüler eventuell auch schon aus der Grundschulzeit kennen. Hier können verschiedene Küchenchemikalien eben verwendet werden, Apfelsaft, Zuckerlösung, Milch, mit denen auf Papier gezeichnet wird und dann durch Erhitzen die Schrift sichtbar gemacht wird. Der zweite Forscherauftrag lautet, entwickelt eine Geheimtinte aus Riboflavin. Hier wird vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler, die das Puddingpulver bereits extrahiert haben, und gesehen haben, dass es eben der Farbstoff Riboflavin unter dem UV-Licht leuchtet. Hier noch ein Tipp, die Lösung muss schon sehr konzentriert sein, damit die Schrift später ähm, unter der UV-Lampe sichtbar wird. Und sicherlich eine Herausforderung ist, dass ähm, die Puddingpulverlösung schon von sich aus gelb ist. Und hier kann man sehr gut mit gelbem Papier arbeiten und das Ganze noch ein bisschen besser rausarbeiten. Und der dritte Forscherauftrag lautet, entwickelt eine Geheimtinte aus grünem Tee oder blauer Tinte. Vorbereitet ist jetzt hier das Material, was man braucht, um mit blauer Tinte eine Geheimtinte herzustellen. Ähm, wir haben hier eine Lösung aus Königsblauer Tinte in warmem Wasser über eine längere Zeit stehen gelassen. Die ist jetzt nur noch leicht blau. Ich habe damit auf das weiße Papier geschrieben, das muss etwas trocknen und nun verwende ich sozusagen als Entwickler den Zitronensaft. Hier kann man wunderschön sehen. Die ja zunächst farblose Tinte wird nun wieder sichtbar und ich kann den Schriftzug hier annähernd lesen. Hier muss ich wohl noch ein bisschen was nachentwickeln. Gut. Ja, grundsätzlich kann man hier natürlich noch weiter optimieren. Wie viel Tinte gebe ich in das kalkhaltige Wasser? Wie lange muss ich warten, dass es sich entfärbt? Und wie erziele ich hier die beste Farbe? Bei der Geheimtinte aus grünem Tee habe ich hier eine grüne Teelösung angesetzt und dann damit geschrieben. Hier sieht man natürlich. In dem Moment ist es jetzt noch keine Geheimtinte. Auch hier könnte man wieder mit äh, farbigem Papier arbeiten und habe anschließend zur Entwicklung eine Eisenlösung verwendet. Dann wird die Schrift sehr gut sichtbar. Es ist natürlich auch umgekehrt möglich. Dann sieht das Ganze so aus, ähm, aber dann verschwimmt äh, alles ein bisschen stärker. Aber so grundsätzlich funktioniert es auch andersherum mit einer Eisenlösung zeichnen und mit dem grünen Tätern entwickeln. Wir haben für diesen Forscherauftrag eine Doppelstunde vorgesehen, wobei es sich auf jeden Fall empfiehlt, in einer vorangegangenen Unterrichtsstunde dieses Experiment vorzubereiten mit den Schülerinnen und Schülern. Ja, Sie lernen hier mit bekannten chemischen Reaktionen eine Anwendung zu entwickeln und wir knüpfen an die Rahmenpläne an, sicheres Handeln beim Experimentieren und das strukturierte Planen eines eigenen Experimentes. Und außerdem ähm, lernen die Schülerinnen und Schüler, eine bekannte chemische Reaktion zum Nachweis anzuwenden. Also diese drei Forscheraufträge sind ein sehr schönes Beispiel, dass die Basiskonzepte alle drei immer anwendbar sind. Wir hatten ähm, die Geheimtinte, die zunächst unsichtbar ist und die wir sichtbar gemacht haben durch einen Entwickler. Das heißt, auf der Welt geht nichts verloren. Wir hatten die Königsblaue Tinte, die wir mit Hilfe vom warmen, kalkhaltigen Wasser unsichtbar machen konnten. Das heißt, mit Energie kann man etwas tun. Und auch das dritte Basiskonzept, Dinge beeinflussen sich gegenseitig, ist hier sehr schön zu sehen. Wir haben chemische Reaktionen, die dafür ein sehr gutes Beispiel sind.